Geisterstunde. Stockdunkel, finster ist es hier geworden plötzlich. Nicht nur aufgrund des dunklen Zeitalters, in dem wir uns befinden. Ich habe auch ein bisschen am Lichtschalter geregelt. Ganz im Ernst, das ist hier. Ich könnte es über die Optionen euch beweisen und belegen. Geisterstunde hier. 12 Uhr Mitternacht. So sieht die Welt aus, wenn es spukt. Ist das nicht unheimlich? Hier in den Kurganen oder Kurgans, die Modernisierung der Skythen, brennen Tag und Nacht Fackeln rund um die Hinkelsteine oder Miniere, die hier aufgestellt haben. Unsere Einheiten werfen immer noch Schatten, das ist der Vollmond, ein riesiger, ein Werwolf anziehender Vollmond, der im Firmament hängt. Es ist ein bisschen schwieriger zu erkennen, deshalb mache ich hier auch das ganz nur eine Folge lang, glaube ich, aber ich finde das schon mal stimmungsvoll. Wenn man so eine Stadt wie Gelonas versucht zu erobern, wo auch die Fackeln belaken, nachts, wo sie schimmern, das ist doch schon unheimlich, oder? Und ich frage mich auch, was die skythischen Bewohner von Gelonas denken über diesen Spuk, der sich rundherum um sie herum bewegt. Ich wette, unsere Bogenschützen werden gleich in der Nacht mit Brandpfeilen auf die Stadt schießen und werden Feuer vom Himmel herabregnen lassen. Das machen wir jetzt unbedingt mal. Ja, Geisterstunde und dennoch ein paar nüchterne Worte zu Beginn, nämlich mal wieder einige Kommentare von euch, die ich aufgreifen möchte. Ich habe alles gelesen, was unter der letzten Folge binnen ungefähr 18 Stunden nach Erscheinen dieser Folge gepostet worden ist, ein paar Sachen kurz aufgegriffen. Ich weiß, es dauert lange, bis Gelonas fällt, dauert echt lange, aber ein, zwei Zuschauer hatten geschrieben, ich sollte doch nicht immer hier auf die Feindeinheiten feuern, wie die Speer, die Krieger, wer auch immer, ich sollte einfach immer auf die Stadt drauf feuern, dann geht das sicher schneller. Das glaube ich persönlich nicht, weil wenn ich das gemacht hätte, dann wären, erstmal hätten wir dann hier nicht mehr so viele Bogenschützen, wir hätten dann vielleicht nur noch zwei Drittel oder die Hälfte und entsprechend weniger würden wir auch auf die Stadt nur noch feuern können und die wäre immer noch nicht eingenommen. Wir hätten weniger Einheiten, die Stadt würde deshalb auch nicht unbedingt schneller fallen und wenn sie fallen würde, hätten wir kaum Einheiten, die die Stadt verteidigen könnten und dafür einen Ring von Feindeinheiten. Also, ich bin ein großer Freund der Strategie, wenn du eine Stadt eroberst, feuere immer erst auf die verteidigenden Einheiten und dann auf die Stadt selbst. Ich weiß, andere Leute, andere Strategien, ihr müsst das nicht teilen, aber ich mach's so. Dann, viele Kommentare auch dazu, dass mir das Gold ausgeht. Oben plus 1,7, nur noch in der Goldbilanz. Die Bogenschützen kosten Geld, ein Gold pro Runde. Viele von euch bekommen, und so war ich früher auch, muss ich gestehen, ich kann mich gut in eure Haut reinversetzen, viele von euch bekommen schweißnasse Hände, sobald die Bilanz fast nur noch bei Null ist oder sogar negativ wird. Das können viele Leute überhaupt nicht ertragen. Wenn man ins Malus rutscht, nicht insgesamt, sondern in der negativen Bilanz ist. Ich glaube, das ist das Sparsame bei uns Deutschen, dass wir immer darauf gucken, dass wir nicht in die Miesen kommen und dass uns selbst eine Bilanz Angst macht. Kenne ich gut, will mich gar nicht drüber lustig machen, ist bei mir auch so gewesen, lange Jahre, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile finde ich, man kann ruhig in der negativen Bilanz sein. Was mir mehr Sorgen macht, ist, wenn man viel angespart hat und das nicht ausgibt. Ganz im Ernst. Das vermittelt mir nicht ein Gefühl von Sicherheit, sondern ein Gefühl von Unbehagen, weil ich weiß, ich habe nicht effizient gespielt. Mit dem Geld, was da wäre, hätte ich viele schöne Dinge anfangen können. Gebäude beschleunigen, teure Einheiten noch eine Weile finanzieren und mit denen in der Zwischenzeit schöne Dinge erobern können, Städte, was auch immer. Also mir macht das Unbehagen, viel Geld zu haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir irgendwann natürlich Geld, weil die Armbruchschützen müssen ja irgendwann auch befördert werden. Stefan Lehmann hat zu Recht die Taktik beschrieben und genau das habe ich auch vor, die Bogenschützen, die wir hier haben, sorgfältig zu skillen, die zu bewahren, zu beschützen, gucken, dass sie nicht sterben und die dann später zu Armbrustschützen zu machen, wenn das entsprechend freigeschaltet ist, bei den Maschinen hier rechts unten zu sehen, die sind teuer, noch teurer im Unterhalt, 3 Gold pro Runde und das Upgrade von Bogenschützen auf Armbrustschützen kostet auch ordentlich Geld. Dafür gibt es allerdings eine schöne Karte, die bekommt man hier in der Militärausbildung, glaube ich. Nein, noch eins weiter, hier Söldner. Da ist die Söldner und da ist die Karte Berufsarmee. 50% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Dauert noch eine Weile, bis wir da sind, aber es dauert auch eine Weile, bis wir Armbrustschützen bauen oder sie hochskillen können. Von Bogis auf Armbrustschützen. Aber die werden wir auf jeden Fall dann benutzen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist dann Gold, Gold und Geld und das nicht zu knapp. Und dann brauchen wir auf jeden Fall, selbst mit der Karte hier, ordentlich Gold auf Vorrat. Aber erstens ist bis dahin noch viel Zeit. Und zweitens werden wir demnächst auch noch was freischalten hier. Nämlich, nachdem wir
die Bronzeverarbeitung fertig haben, damit wir endlich ein Lager bauen können und unser Spezialgebäude, die Basilikoi Paidis, der Kasernenersatz auf derselben, wollen wir erforschen die Bewässerung, wollen wir erforschen das Segeln, sodass unsere Bauarbeiter die Annehmlichkeiten Probleme nutzen können durch die Plantagen, Probleme lösen können durch den Bau von einer Plantage auf mindestens einer Weinressource. Dann können wir die Fischzucht dann noch bauen bei Alexandria, können den Produktionsbonus durchs Pantheon nutzen und dann gehen wir weiter auf Währung und auf astronomische Navigation. Durch letztere werden die Häfen freigeschaltet, die ordentlich Gold bringen und durch die Handelszentren werden ebenfalls hier, wird das hier freigeschaltet. Also die Reihenfolge ist hier Bronzeverarbeitung, dann geht es in die Bewässerung und dann geht es in das Segeln. Okay? Ja, dann hatte einer von euch, das war Nalion, liebe Grüße an dich, auch ein ganz emsiger, seit Monaten schon emsiger Kommentator von Civ 6 Let's Plays bei mir auf dem Kanal gesagt, ja, WB, okay, Lager bauen hier macht gut Sinn, unbedingt, aber denk dran, das kannst du im Prinzip auch von Danzig aus bauen. Wir werden ja in Sparta, das hat er nicht gesagt, aber das ergänze ich mal, in 10 Runden das Geländefeld dazu haben. Und dann können wir uns selber entscheiden, ob wir das von Danzig aus bewirtschaftet oder von Sparta. Das bedeutet, wir können hier das Lager von Danzig bauen lassen, von Sparta. Wir können auch, das war sein Vorschlag, vielleicht 2 Lager nebeneinander bauen. Und jeder Stadt einer, die dann das hier wasserdicht machen. Können wir, eventuell macht es mehr Sinn, finde ich, sowohl Sparta als auch Alexandria, das sind ja die Städte in der Mitte unseres demnächst entstehenden Reiches, Kernreiches, dafür nutzen, um Unterhaltungskomplexe und Industriegebiete zu bauen, die dann die umliegenden Städte boosten mit Gratis-Produktion bzw. mit Gratis-Annehmlichkeiten durch die fortschrittgeschrittenen Gebäude. Wenn ihr Veteranen seid von Civ 6, wisst ihr, wie das funktioniert. Wenn nicht, werde ich euch das dann zeigen. Macht eventuell mehr Sinn, können wir aber immer noch gucken. Dann haben mehrere Zuschauer gesagt, holt ihr doch, oder einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, holt ihr doch Gold durch Plündern, also Plündern von Geländemodernisierung oder von Händlern. Ja, den Händler, der hier hin und her zog von Gelonos zur skythischen Hauptstadt mutmaßlich, den habe ich verpasst, der muss irgendwo hier hinten rumziehen, der hat mir Gold gebracht, aber von den Modernisierungen, die hier stehen, die kann ich zwar plündern, aber das bringt mir kein Gold. Einen Bauernhof zu bauen, bringt mir Heilung. Hier steht noch nicht mal eine Plantage, hier stehen die Kurgans oder Kurgane. Was die bringen, weiß ich nicht. Ich vermute, glauben, müsste ich mal ausprobieren. Wenn es einer von euch weiß, gerne mal posten. Und sonst gibt es ja gar keine Geländemodernisierung. Die Modernisierung, die beim Plündern Gold bringen, sind von den Standardmodernisierungen Weiden und Jagdlager. Von beiden hat Tomyris hier nichts gebaut. Dann mache ich jetzt eine Sache, die mache ich fast nie bei einem Let's Play. Aber diese Ehre möchte ich jetzt mal Andreas Stumpf, liebe Grüße an dich, zukommen lassen. Eine berechtigte Ehre, finde ich. Er hatte sie sich verdient, nämlich einen seiner Kommentare fast komplett vorzulesen. Mache ich echt selten, aber er sagt, er würde gerne Makedonien spielen. Er outet sich als ein Makedonier-Experte und hat dazu eine kluge Sache jetzt geschrieben. Einen Kommentar, den lese ich euch echt mal vor, bevor der untergeht. Er sagt, bevor die Hetairois produziert werden sollen, also die Spezialeinheit, die wir gerade freigeschaltet haben, durch die Reiterei hier, unsere Hetairos oder Hetairos, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Plural heißt, sollte man idealerweise erstmal die Militärtradition erforschen und ein Lager bauen können. Lager können wir bauen, sobald wir die Bronzeverarbeitung haben. Basilikos Paidi, Basilikos Paidis, unser Standardgebäude kommt dann, Spezialgebäude kommt dann drauf. Die Militärtradition erforschen wir im Augenblick. Erforschen wir, nachdem wir mit der Regierungsform fertig sind, hier als nächstes Militärtradition, um diese Karte zu bekommen, plus 50% Produktion für die Hetairois, dann geht das schneller. So, er sagt also, bevor man die baut, sollten idealerweise, ne? Ideal heißt, man kann es in der Realität nicht 1:1 umsetzen, sollte ein Lager stehen, die Basilikoi Paidis sollte stehen und die Militärtradition erforscht sein. Wir sollten unbedingt einen Stall vermeiden. Normalerweise neigt man reflexartig dazu, wenn man eine Kavallerieeinheit bauen will, auch einen Stall zu errichten. Das können wir mittlerweile, denn das ist eigentlich das Spezialgebäude für den Bau von Kavallerieeinheiten. Plus 25% Kampferfahrung geben die. Nur, wenn wir eine Stallung gebaut haben in einem Lager, können wir nicht mehr unser Spezialgebäude bauen. Die Basilikoi Paidis, entweder oder. Und er erklärt sehr schön, warum das besser ist. Also sagt er, das Basilikoi Paidis gibt
25% der Produktionskosten der Einheit als Forschung wieder raus. Das gilt für alle Kampfeinheiten, schreibt Andreas, sogar für Schiffe. Bezogen auf unsere Hetairois bedeutet das, dass jedes Mal, wenn ein Hetairois fertig wird, Grundproduktion 100, bekommt man 25 Forschungspunkte zusätzlich, einmalig, also nicht pro Runde. Ich baue, schreibt er, normalerweise im Schnitt gerne 8 Hetairois zu Beginn. Das würde in der Summe 200 Forschung bedeuten. Man kann sich ja ausrechnen, wie viele Runden man dafür spielen muss. Schaut mal links oben, im Augenblick knapp 7 Forschung pro Runde. Das heißt, es wird natürlich mehr im Laufe der Zeit, aber würden wir jetzt ein Hetairois in so einem Lager unter so einer Konstellation bauen, hätten wir quasi für 4 Runden die Forschung schon raus. Das ist schon heftig, ne? Also, er schreibt, dadurch würde sogar ein Campus, ein Wissenschaftsdistrikt, mittelfristig unwichtig. Man könnte noch offensiver spielen, man könnte auch Einheitenverlusten gelassener entgegensehen, da diese Hetairois ja jederzeit, wenn sie nachproduziert werden, wieder mehr Forschung erzeugen und so weiter. Dann sagt er sogar weiter, mit Blick in die Zukunft, Mittelalter winkt, mit großem General, mit den richtigen Beförderungen, mit den richtigen Regierungen und Karten kommt der Hetairois vom Angriffswert her fast einem Ritter heran, was in dieser Spielphase genial sei. Im Verbund mit General und Rambok bedeutet das in der Regel für eine feindliche Stadtmauer der ersten Stufe der direkte Tod der Mauer. Haken an der Geschichte, schreibt Andreas, das Gold, Hafen und Handelsbezirk würden Pflicht, denn, weise Worte, ein weiser Schlusssatz von ihm, eine makedonische Armee ist nicht günstig, dafür aber extrem gefährlich. Dazu passend habt ihr gehört, liebe Gegner, blakene Fackeln, unheimliches Licht, Lichter in der Dunkelheit, Brandpfeile, die gleich auf unsere Gegner niederregnen werden. Krieger zieht vor, attackiert uns. Speer zieht vor. Das ist eine Harakiri-Aktion. Falls ihr euch fragt, mit dem Speer Quatsch an. Oh. Das ist heftig. Also die Zulu jetzt schon zu treffen, eine der militärstärksten Fraktionen überhaupt, das ist heftig, Gott sei Dank sind die weit im Süden, in Südafrika. Wie die es jetzt hier hochgeschickt haben, das gucken wir uns gleich an. Die haben entweder ein Schiff oder ein Speer ganz weit in den Norden Afrikas geschickt. Wir, damit habe ich anscheinend, da habe ich mehr darauf hingewiesen, als ich das letzte Mal angeklickt habe, nicht deren Stadt gesehen, sondern habe denen meine entblößt, meine Hauptstadt. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Keine Zeit für weitere Belanglosigkeiten. Krieg muss erklärt werden. Gleich wird er nicht nur hochmütig, sondern auch stinksauer auf uns heranblicken. Herabblicken. Und um das hier noch zu vollenden, den Gedanken, das ist keine Harakiri-Selbstmordaktion von dem Speer, sondern es ist eine Harakiri-Aktion, aber was soll denn im Augenblick, die kämpfen um ihr Überleben? Warum sollen die mit dem Speer Geländefelder aufdecken? Der schwächt eine Einheit und damit markiert er die Einheit. Hier, den könnt ihr angreifen ab jetzt, der ist schwach. Ich hätte vielleicht eher den hier attackiert allerdings, denn das ist der Spezialangreifer für die Städte. Der mittlerweile als zweite Beförderung fernkampfstärkigen Bezirke. Ich hätte den geschwächt, aber naja, ist so wie es ist. Jetzt gehen wir mal, halten wir mal Ausschau, wo Shaka ist. Nicht zu sehen, da muss beim Runden wechselnde Einheit rein und wieder rausgezogen sein in unser Gelände. Ich weiß nicht, wo er ist. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal das hier an. Wir bekommen einen Zeitalterpunkt. Unser Gouverneur ist jetzt in Sparta und dadurch mehr Verteidigungsstärke für eine Garnison, wenn dort eine stünde. Und jetzt ist die Frage. Also wir können den können wir auch einfach nur zweimal angreifen, zweimal Erfahrungspunkte sammeln, dann ausheilen. Können wir eigentlich machen. Wir können auch... Wie viel braucht der noch? Der braucht nur noch 2 Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn wir mit dem hier drauf den feuern lassen, das ist gut. Dann hat er genug Erfahrungspunkte, um danach aufzuleveln, zu heilen und sich... Ja, das genauso machen wir das. Wir holen uns jetzt die Erfahrungspunkte. Wie viel bekommt er? 3. Damit können wir ihn gleich befördern. Dann heilt er komplett aus. Und ihn killen wir... Wie viel hat er? 32, 45. Und der Kollege hat 0,15.
aber er steht am nächsten hier potenziell. Er könnte sich die ersten Erfahrungspunkte verdienen hier. Aber ich würde ihn gerne schon mal hier durchziehen lassen. Obwohl, da oben kommt er eh nicht hin. So machen wir das. Klasse. Und mit ihm ziehen wir jetzt erstmal hier hoch. Dann haben wir hier oben auch wieder Blick für das, was vom Norden potenziell kommt. Er kann nicht mehr ziehen. So, jetzt haben wir die Leute hier. Mit ihm greifen wir wieder die Stadt an. Das ist unser bester Stadtangreifer. Er braucht noch wie viele Erfahrungspunkte? Ah, der ist... Der braucht viele. Der wird ihn fast alleine töten. Keiner, er würde ihn mit einem Schuss töten. Weil er geskillt ist für, weil er noch komplett ist, nicht ausgeheilt und mit Salve und Pfeilhagel optimal geskillt ist für Angriffe auf Einheiten. Feuer frei. Und jetzt nimmt die Stadt doch ab. Da fehlen nicht so viele Trefferpunkte. Ihr seht, der Verlust ist minus 2. Wir greifen an. Jetzt hat die Stadt nur noch etwas, ihr seht es, 88 von 200, um die 40% nur noch. Alle unsere Einheiten haben hier gezogen. Wir müssen noch dran denken. Ein kleines Ritual zu begehen. Werter Shaka, Anführer der Zulu, der die Agenda Horn, Brust und Lenden verfolgt. Das ist uns vollkommen egal, wie die Leute diplomatisch zu uns stehen. Also er ehrt den Einsatz von Korps und Armeen und will das auch bei anderen haben. Ja, wie immer, schön dich kennengelernt zu haben. Achtung, Achtung. Oh, wir können ihn sogar mit Casus Belli den Krieg erklären. Nein, können wir nicht. Was schert uns auch ein Casus Belli? Amazwa qatha kodwa izindebe ziyavevezela kakade sengiyabona unetwedwe. Ah, meine Lippen zittern doch nicht. Der braucht eine Brille. Shaka braucht eine Brille. Wer hätte das gedacht? Unfassbar. Naja, Schwäche und Angst. Das kann ich nur weit von mir weisen. Meine Lippen zittern doch nicht. So ein Quatsch. Wie geht's weiter? Produktion wählen. In Alexandria Bogenschützen abgeschlossen. Jetzt hole ich mir einen Hetairos. Weil wir brauchen, in 7 Runden haben wir die politische Philosophie und dann können wir Siedler bauen. Bis dahin machen wir noch irgendwas anderes und wir bauen hier, also ein Hetairos hätte ich gerne. Allein schon damit er vielleicht den finalen Angriff macht auf einzelne Feindeinheiten und dann jeweils 5 große Generalpunkte bekommt, damit wir möglichst bald einen großen General haben. Alternative wäre Händler und Handwerker, aber hier in einer Runde ist er Bogenschütze fertig. Und dann, wenn wir da oben den Händler einstellen und Handwerker, nutzt uns nicht, solange wir noch nicht diese Sachen hier freigeschaltet haben, nämlich Bewässerung und Segeln. Vorher gibt es nichts zu befördern. Das heißt, wir müssen erst in frühestens 13 Runden einen Handwerker haben. Okay? Und Siedler, den werden wir bauen mit der Siedlerkarte, auch das hat noch Zeit. Das heißt, wir bauen jetzt eine Tyros in der Übergangszeit. Kornspeicher könnte die Stadt wachsen, aber ich habe die Begründung gegeben, warum ich eine Tyros gerne hätte. Hier ziehen wir unten rum. Jetzt ist die Frage, wir feuern einmal, bekommen unsere Erfahrungspunkte, weil die Perser rücken hier anscheinend nicht raus. Karthago hat uns auch den Krieg erklärt. Autsch! Karthago hatte als Suzerän die Zulu. Jetzt kann's heftig werden. Wir haben keine Stadtmauer zur Verteidigung. Wenn wir mit Kriegsschiffen rüberkommen, sollen wir eine Stadtmauer vorziehen oder sollen wir es riskieren? Stadtmauer wäre in 7 Runden fertig. Da könnten wir uns zur Wehr setzen. Da könnten wir feuern auf Feindschiffe. Vorher würde es gar keinen Sinn machen, hier überhaupt die Fischzucht uns zu holen. Weil die würden uns ja sowieso alles wegnehmen. Vielleicht doch jetzt erstmal eine Stadtmauer setzen.
Statt des einen Hetairos, den ich, den ich unbedingt haben wollte. Puh. Ich glaube, die werden... Es führt keinen Weg drumherum. Es ist so schade, wir haben die freigeschaltet, aber das ist zu... Ich kann auch einen Bogenschützen hinten stehen lassen. Nimm mal einen und mit dem feuern. Mit welchen Schiffen greifen die wohl an? Mit den ersten, die es gibt, mit einer Galeere, Seenahkampf. Die kann, ein Nahkampfschiff kann reinfahren in eine Stadt. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ich kann den Bogenschützen ja auch in die Stadt zurückziehen lassen. Die Stadt verteidigen lassen, dann bekommt sie auch mehr Nahkampfwerte. Also mehr, pardon, Garnisonstärke, kann mit ihr feuern. Ich will den einen will ich gerne haben. Das oben war ein Perser. Nein, 22 Gold mittlerweile pro 30 Runden, wow. Wird immer mehr. Ja, ja. So. Können eine Einheit befördern, das ist diese hier. Das machen wir auch. Kann nicht befördert werden. Den lassen wir erstmal heilen. Wir ziehen eins ins Fightgelände rein. Hier haben wir Deckung. Mit ihm ziehen wir in den Wald. Da haben wir auch Deckung, können dort auch heilen. Mit ihm ziehen wir eins vor. Er hat einen Bewegungspunkt, er kann gleich von hier aus feuern und wir geben ihm jetzt die Beförderung und wir gehen wieder auf Landeinheiten, auf das Normale. Er steht ja auch weit im Norden. Von hier aus können wir feuern. Den Krieger der Perser ignorieren wir. Haben die Perser eigentlich Krieg mit den, mit Homyrus? Nein, der Gauner nur darum. Der wird anscheinend als Speer benutzt. Den ignorieren wir jetzt mal komplett. Wir feuern weiter auf die Stadt. Und jetzt kann es plötzlich ganz schnell gehen. Können wir es uns sogar leisten, ihn zu schwächen, falls er uns angreifen möchte. Die Stadt kann nicht innerhalb von, kann nicht in der nächsten Runde fallen, weil wir erst noch ein, wir können ein, zwei, einmal ziehen. Über den Fluss setzen kostet zu viel Bewegungspunkte, also sie kann sowieso frühestens in zwei Runden fallen. Also können wir auch hier drauf feuern. Und jetzt machen wir ein kleines Experiment. Er hat keine Fortbewegungspunkte mehr. Okay. So sieht's ja aus in Gelonos. In blakenen Schein der Fackeln. Was hättet ihr gerne für nicht? Weiter Nacht oder soll ich den Mittag anknipsen? Ich vermute letzteres, oder? Dann sieht man mehr. Oder findet ihr das stimmungsvoller? Hm? Welches Licht hättet ihr gerne? Welche Tageszeit und welche Stimmung?